Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich bei meiner LG Mikrowelle IntelliWave MG557EL die Sicherung und die Lampe gewechselt habe. Dieses Video wendet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte. Es sollte auf keinen Fall von Laien durchgeführt werden. In Mikrowellen befinden sich Hochspannungskondensatoren, ich werde das gleich zeigen, die entladen werden müssen. Außerdem sind sämtliche Sicherheitsregeln zu beachten und abschließend sind auch alle VDE-Prüfungen durchzuführen. Also für Fachkräfte ist das gedacht, aber nicht für Laien. Es wird dann außerordentlich gefährlich werden können. Wir sehen hier von hinten die Typenbezeichnung MG557EL. Wir sehen nun das Gerät von hinten. Hinten befindet sich ein Abstandsblech, das unbedingt nachher wieder montiert werden muss, da das Gerät für den Einbau in einen Schrank vorgesehen ist und dafür ist dieses Blech unbedingt erforderlich. Das Blech wird mit Hilfe von zwei Schrauben gehalten, die muss ich nun lösen und kann dann das Abstandsblech leicht entfernen. Der Mantel wird von 5 Schrauben gehalten. Wenn ich diese 5 Schrauben, eine befindet sich seitlich, entfernt habe, kann ich nun die Ummantelung leicht entfernen. Wir sehen hier den Elektronikpart inklusive des Hochspannungskondensators. Ich habe hier den Entladewiderstand markiert und trotzdem werde ich, bevor ich da wirklich anfasse, mit einem Multimeter prüfen, ob denn wirklich keine Spannung mehr vorhanden ist. Erst dann darf ich wirklich dort eingreifen. Wie gesagt, das Video wendet sich nur an Elektrofachkräfte und ausschließlich an Elektrofachkräfte. Laien haben an so einem Gerät nichts zu suchen. Der Kondensator ist entladen, er führt keine Spannung mehr und somit kann ich nun sicher an dem Gerät arbeiten. Wir sehen nun die 10 Ampere Sicherung in ihrer Halterung und auch die Lampe. Entnehmen lässt sich die Sicherung nun ganz einfach von Hand, lässt sich aus der Halterung herausziehen und auch die Lampe lässt sich leicht entfernen. Dazu muss ich einen kleinen Metallbügel umklappen, die beiden Leitungen abziehen und kann nun mit Vorsicht die Lampe aus ihrem Sitz entfernen. Anschließend setze ich die neue Sicherung in die Halterung ein. Das ist recht einfach, die brauche ich nur einzuklicken. Auch das Einsetzen der Lampe ist recht einfach. Ich muss hier darauf achten, dass ich abgewinkelte Steckvorrichtungen habe. Setze nun die Lampe wieder ein und werde anschließend die Metalllasche wieder umbiegen und natürlich die Kontakte aufstecken. Sie sehen hier die Typenbezeichnung der verwendeten Sicherung. Die ist ausdrücklich für Mikrowellen zugelassen und ich habe natürlich gründlich recherchiert, dass sie für meine Mikrowelle wirklich geeignet ist. Auch die Lampe ist ausdrücklich für meine Mikrowelle geeignet und insbesondere muss es auch eine mikrowellengeeignete Lampe sein, hier mit abgewinkelten Steckern, damit sie in die Originalhalterung passt, ohne dass es zu Kurzschlüssen kommt. Nach dem Wiederzusammenbauen und der VDE-Prüfung der Mikrowelle stelle ich nun die Tageszeit auf dem Mikrowellenherd ein, sodass die dann permanent angezeigt wird. Wir sehen hier, wie das geht. Und schließlich erfolgt natürlich noch mit Gargut ein Funktionstest. Wir sehen, die Lampe funktioniert und auch die Mikrowelle lässt sich wieder starten. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.